So, wir haben uns jetzt zur nächsten Stadt begeben. Hier kommen schon die ersten Häuser. Und wir hoffen, dort geile Waffen zu finden, geile Frauen. Da vorne ist direkt ein Farmhaus, da gehen wir jetzt mal rein. Ist es da? Nicht bei uns. Ja, aber ich habe roten Ping. Ich hatte auch gerade, aber. Na, bei mir So. zieht er sich noch. Lauf mal nach rechts. Und da bist du. Lauf mal nach rechts. Laufst du? Ja, okay. Ich wollte nur gucken, ob ich noch Daten empfange. Oh, warte. Da hinten läuft ein Zombie, oder? Hinter uns. Ja. Ist ein Zombie, ne? Ja, gut, komm ab ins Farmhaus. Ich bin gerade bei mir auf der Stelle gelaufen. Das Axt und Feuerholz können wir beides selber machen. Hier liegt eine Schrotflinte. Mit Munition brauchen wir nicht. Spitzhacke habe ich schon. Weiter raus und da hinten ist noch das nächste lange Farmhaus. Ja. Steht da ein Auto, aber es hat keine Reifen. Tschüss. Ich habe gerade fast einen Zombie eingeholt. Die sind so ultra schnell manchmal, ne? Das ist nicht zu fassen. Ist hier was drin? Nee, ne? Da spawnt immer voll wenig. Geht. Das Aber hat hier ist gar jetzt noch keine nichts. Reifen. Hier sind Antibiotics, glaube ich, oder? Ne, Heatpacks. Ich check mal das Gear vom Auto. Ich bin quasi auf der anderen Seite der Halle jetzt. Ja. Und da ist gar nichts drin. War ja klar. Ist da Treibstoff drin? Ja. Aber hier kann man Treibstoff auffüllen, ne? Krass, hier ist so eine. Oh. Ist der Zombie noch hinter uns her? Ja. Ich hätte nämlich jetzt gerne hier drunter hergekrochen. Wollen wir euch jetzt einfach. Ich bin jetzt hier, aber hier kann man nicht rein. Das sind überall so kleine Garagen. Sind aber alle abgeschlossen. Ne, da kann man irgendwo rein. Du wirst ein wenig verfolgt. Ich laufe rechts an der Stadt entlang, ja. Du läufst rechts an der Stadt entlang. Ja, ich laufe jetzt gerade raus Ich bin neben aus dir. der Stadt. Lauf jetzt links, aber. Wo bist du hin? Ich gucke jetzt mal, ob ich in irgendwelche Häuser rein kann. Hier ist zum Beispiel ein Haus, wo ich rein kann. Hier liegt ein. Ist das ein Ghillie-Suit? Bitte, bitte. Ghillie-Suit! Ja, nice, haben wir beide einen. Ja. Fett. Und hier liegt noch Munition für irgendwas. Aber ich muss kurz schießen. Weil ich eingesperrt bin. Da ist noch einer draußen, aber komm einfach aus dem Eingang raus. Ja, warte, ich habe hier zwei Eingänge zum Glück. Hier ist noch Munition für irgendein Gewehr. Ich guck kurz für Jetzt bist du was. Sniper, also auf einmal. Ja, weil ich den Giddy-Set an habe. Hier liegt auch noch Stuff. Zwei Heatpacks brauche ich nicht. Holz. Ich kann hier nichts Vernünftiges bauen. Meine Fresse. Okay, bin draußen. Gucken wir mal, ob man hier noch in andere Häuser rein kann. Roter Ping. Nicht.
Wow, wow, wow. Meine Fresse. Hör auf, so zu buggen. Kommst du noch klar da drin? Ja, ich brauch nur ein Medipack. Und Verbandszeug. Ja, Verbandszeug. Hab ich, ist kein Problem. Ich komm jetzt rausgelaufen. Jetzt wieder an dem Ende der Straße. Ich habe jetzt ein paar Zombies gekillt. Was liegt hier? Ein Alice Pack. Whiskey Bottle, Road Flares. Die Road Flares sage ich mal ein. Ich will mal unserem Publikum zeigen, wie krass das aussieht, wenn man nachts die ganze Straße erleuchtet. So, ja. Sieht so geil aus. Okay. Take Can, Frank and Beans. Cool, wieder was zu essen. Also ich warte hier am Ende der Straße. Ich sehe dich nicht. Wer schießt da? Ich. Zombie, okay. An welchem Ende der Straße wartest du? Ja, da, du warst auch richtig. Jetzt? Richtig? Nee, lauf mal die Straße entlang, da wo die zu Ende ist. Nee, das ist die falsche. Da wo wir eben auch waren. An dem Ende, wo das Haus an der Ecke steht. Mit den Regenschirmen da. Hier ja, mit den doch. Sonnenschirmen. Da bin ich doch. Ja, da bist du jetzt. Wo bist du? Mich auch? Nee. Ja, lauf bis zum Ende der Straße durch. Lauf das durch. Weiter. Halb rechts von dir stehe ich. Ach da, ja, man sieht dich einfach nicht mit deinem Gilly-Suit. Ich sehe dich. Hubschrauber. So wie der NPC bestimmt. Na geht. Ist halt voll schwer einzuschätzen hier, ob das jetzt ein Gegner ist oder. Obwohl die NPCs sind ja auch Gegner. Naja. Wo laufen wir auch gerade hin? Einfach nur von den Zombies weg. Mhm. In Richtung Bierloff. Hast du einen Punkt gesetzt? Mhm. Na gut. Wollte ich nämlich nicht. Schön Auto. Mhm. Du auch? Ja, von rechts irgendwo. Geht ja mit den Zombies, den einen Zombie sind wir immer noch nicht los. Müssen zickzack laufen. Alter, der ist immer noch an uns dran. Jetzt hat er sich gerade an einem Baum festgebackt. Da vorne kommen schon Häuser. Ist immer noch hinter mir. Ist auch voll weit zurückgefallen. Naja, ich will den loswerden. Ich sehe dich noch nicht mal. Jetzt bin ich schon, glaube ich, los. Hier vorne ist ein Industriegebiet. Schon mal gut. Bist schon draußen? Nee. Aha. 6XDZ. Das ist ein Minibird. Ja, und der sieht funktionstüchtig aus. Ja, sah unserer auch. Wo wir angefangen haben zu reparieren. Ja, vielleicht sind die hier hingeflogen, um zu looten. Weißt du, was ich meine? Hast du dir Essen bei mir rausgenommen? Ich glaube eine Dose, ja. Also. Ich
Da nehme ich jetzt nur noch eine Dose. Pisser. Oh, bei mir hängt das Spiel. So, Leute. Da sind wir wieder bei Let's Play DayZ Origins. Und ich muss euch leider gestehen, dass ihr gerade richtig krassen Shit verpasst habt. Den ich leider nicht aufgenommen habe, weil ihr nichts gesehen hättet. Es war wieder stockduster auf dem Server. Und ja, wir haben uns überlegt, komm, zocken wir trotzdem noch ein bisschen, bis es hell wird, nehmen dann auf. Und just in diesem Moment waren zwei andere Spieler bei uns in der Stadt. Die haben alle mal weggesnackt. Ja. Beziehungsweise der Philipp. Ich bin einfach mal Bandit geworden, wie ihr oben rechts an dem Symbol erkennen könnt. Er ist jetzt Hero, wie ihr lesen könnt. Hero Terracotta. Ja, er hat durchs Zombie-Killen dann Hero bekommen und ich habe durch zwei Leute killen meinen Bandit bekommen. Und es war in beiden Fällen ziemlich krasses Glück. Also der eine ist mir echt vor die Flinte gelaufen und der andere war gerade dabei, in der Feuerwache zu chillen und nichts zu machen. Dann habe ich ihn einfach auch über den Haufen geschossen. Ja, war schon lustig. Vor allen Dingen ultra der Adrenalinstoß. Ich habe den einen, den ich auf der Straße erschossen habe, quasi zweimal erschossen, weil ich ihn beim ersten Feuergefecht getroffen habe. Er ist auch umgefallen, aber konnte sich selbst noch bandagieren und ist dann nachher durch einen Zombie oder so gestorben. Deswegen habe ich dafür keinen Punkt bekommen. Aber beim zweiten Mal habe ich dann quasi alles wieder gut gemacht und ihn dann auch auf offener Straße niedergeholzt. Hast du das Gamma wieder runtergestellt? Ja, ich nehme wieder normal auf. Und ich sehe ziemlich viel. Also wenn euch irgendwas an den Videos nicht passt, Leute, ne, einfach in die Kommentare schreiben. Ich werde versuchen, es zu ändern und wenn es nicht geht, dann habt ihr eben Pech gehabt. Du musst lernen, ohne Gamma zu spielen. Ja, ich weiß. Sehen tun die Leute ja auch nichts, weißt du? Wenn es stockduster ist im Video, ich hab's ja gesehen. Man sieht einfach gar nichts. Nur wenn ich mal durch eine Straßenlaterne laufe und das passiert so selten. Naja. Ist der Turm? Ja, da hinten zu dem Turm wollen wir. Wir laufen gerade nach... Oh, jetzt wow, ist es krass. Boah. Ich hab gerade wieder eine E-Mail bekommen. Wir laufen nach... Wie heißt die Stadt? 5 nach 3. Was ist denn hier los? 5 nach 3 ist es schon so hell. Bei uns in Deutschland nicht... Wie heißt die Stadt? Sofia, ne? Oder Sofia? Sabina. Sabina, ja. Wir laufen nach Sabina. Die größte Stadt auf der Map. Werde ich euch gleich mal zeigen. Wir wollen uns da oben an dem Funkturm erstmal sammeln. Und mal die Lage abchecken, wie viele Player noch auf dem Server sind und so, um dann mal einen Schritt vorzuwagen in die größte Stadt, die auf der Map mal ein bisschen looten gehen. Ist natürlich am besten, wenn wir ganz alleine sind. Ja, und was sagt ihr so zu meinem neuen Bandit-Skin? Geil, ne? Ich fühle mich richtig cool jetzt. Ich lasse mir jetzt auch ein Bandit auf meinen Arm tätowieren in Real Life. Weil ich so krass bin, Junge. Du hast auch nur einen Stern dann da über deinem Bandit-Zeichen, oder? Ja, in dem Bandit-Zeichen ist ein Stern drin. Ja, hab ich auch. Also, nee, kein Stern, sondern so ein Kreuz habe ich da. Also, ich habe einen Stern. Das ist aber ziemlich cool. Dann können wir auch direkt beide Pläne nutzen, die ich dabei habe. Ja, ich habe nämlich einmal einen Bandit-Plan für ein Haus dabei und einen Hero-Plan. Geil. Oh, es gewittert gleich. Meinst du? Hörst du nicht den Donner? Bei uns? Ja, ich hab grad Donner gehört. Also hier, jetzt ein, in-game. Achso, ich wollte schon sagen, hier in Köln donnert's nicht. Nee, da ist eigentlich. Wird nur langsam dunkel. Naja, ich wollte mit dem Dennis ja ganz gerne Minecraft-Let's Plays machen, aber wir haben leider eben frustrierend festgestellt, dass dem sein Rechner Java grundlegend ablehnt. Aus welchem Grund auch immer. Der ist ein richtiger Java-Rassist. Ja, das ist schon traurig. Ja, ultra heftig. Wir haben stundenlang rumprobiert und alle wisst, was ich meine? Registratureinträge, um es mal zungenfreundlich zu formulieren, alle umgeändert, alle ausprobiert. Wow. Okay, ja, ist Donald in-game. Eindeutig. Ich höre Zombies. Ja. Die sind natürlich da drin. Ich knall mal den ersten ab. Okay, die hängen da hässlich im Boden. Ach. Chill mal, ich mach den jetzt kalt. Oh, take was? Hide, Buddy, nee.